Was sich einmal mehr nach einem sicheren Top-10-Hit anhört, ist Punjabi. So heißt die jahrhundertealte Musikrichtung, die der Punjabi MC sehr erfolgreich produziert, natürlich im zeitgemäßen Style, und den hat er maßgeblich mitgeprägt. Bei Punjabi ging es ursprünglich um Kultur und Geschichte. Mittlerweile behandeln die Texte aber auch moderne Sachen. Es ist ein bisschen so wie beim Hip-Hop. Der ist ja auch aus Folk-Music wie von James Brown entstanden und hat daraus etwas ganz Neues gemacht. Weltweit ist er extrem erfolgreich, nur in Indien findet ihn die Szene nicht so klasse. Besonders den Clipauftritt von Promi-Schauspieler Samuel L. Jackson sieht man dort kritisch. Der MC mache aus dem eigentlichen Underground-Sound eine Kommerzsoße. Meine Arbeit wurde und wird teilweise nicht wirklich anerkannt. Aber so wie sich die Dinge entwickeln, sieht es ganz danach aus, als könnte meine Musik auch in Indien langsam in die Underground-Charts einsteigen. Kommerziell oder nicht, mit Yogi beweist Punjabi MC, dass er erstens kein One-Hit-Wonder ist und zweitens, dass Musik selbst dann cool ist, wenn man kein Wort vom Text versteht.